Notwendige Arbeitsschritte für den Import von Moodle 1.9 Kursen in Moodle 2.2. Insgesamt sind für einen sauberen Kursimport 4 Arbeitsschritte notwendig. Ich möchte sie Ihnen hier einzeln erläutern. Schauen wir zunächst auf den ersten Arbeitsschritt. Öffnen Sie Moodle 1.9. Wählen Sie den entsprechenden Kurs aus, der exportiert bzw. importiert werden soll. Im ersten Arbeitsschritt sichern Sie Ihre Kursdateien auf Ihrer eigenen Festplatte. Achtung! Übernehmen Sie genau dieselbe Ordnerstruktur, wie Sie sie in Ihrem Moodle 1.9 Kurs schon besitzen. Die einzelnen Daten müssen nicht einzeln heruntergeladen werden. Sie können auch als ZIP-File weiterverarbeitet werden. Ich möchte Ihnen diesen Arbeitsschritt jetzt zunächst einmal an einem Beispielkurs zeigen.